Seit einem Monat bin ich hier in Costa Rica auf dieser wunderbaren Farm und ich möchte einfach meine Eindrücke, Erlebnisse und Erfahrungen hier in diesem Video mit euch gerne teilen. Also bleibt doch einfach dran und genießt einfach meine Worte. Ein Monat ist schon hier vergangen und ich möchte einfach meine Erfahrungen mit euch teilen hier in Costa Rica auf dieser ökologischen bzw. biologischen Farm. Ist zwar keine Permakulturfarm, aber hier werden trotzdem nach Permakulturprinzipien viele verschiedene Obstbäume gehalten, wie zum Beispiel Avocados, Orangen und Bananen im überwiegenden Teil, natürlich auch andere kleinere Bäume, die Fruchtbäume sozusagen, die nicht im großen Ausmaß angebaut werden. Aber so befindet sich die Farm im Zentrum von Costa Rica, so in der Nähe von Gracia Sarachi. In der Region befinde ich mich. Und ja, die ersten Tage waren für mich eine gewisse Eingewöhnungsphase. Natürlich gewisses Jetlag, Überforderung auch. Und da musste ich mich einfach ja, ein bisschen eingewöhnen. Aber mit den Wochen ist es halt immer besser geworden, muss ich sagen. Und ja, ich komme immer weiter in Fahrt. Der Inhaber zum Beispiel, der aus Amerika kommt, findet meine Leistung hervorragend. Ich lerne sehr schnell, sagt er. Bin sehr engagiert und es freut mich auch wirklich sehr, dass ich ihn hier auch aktiv unterstützen kann, ihm helfen kann. Und ja, das finde ich halt sehr gut. Ich komme jetzt auch langsam hier in die Routine und weiß, was meine Aufgaben hier so sind. Übernehme auch hier schon leitende Funktionen und das freut mich eigentlich auch wirklich sehr. Und ich lerne auch hier wirklich neue Fähigkeiten kennen, die mir auch für meinen Traum, hier in den Tropen etwas aufzubauen, auch unterstützen können. Also zum Beispiel, dass ich auch hier mit der Machete den Umgang lerne oder auch mit so einem riesigen großen Stab auch an den Bananenpalmen die Blätter runterreiße oder auch zum Beispiel die Bananen so ernte. Mein Tagesablauf schaut folgendermaßen aus, dass ich um 6 Uhr mit der Arbeit beginne und bis 12 Uhr arbeite. Das sind 5 Stunden, weil ich noch eine Stunde Mittagspause habe bzw. Frühstückspause, wo ich halt mein Tai Chi nachgehe. Danach habe ich frei, kann sozusagen das machen, worauf ich Lust habe. Da laufe ich hier ein bisschen in der Farm rum, mache so ein paar Videos für euch, für die Natur. Allgemein auch ein bisschen online so Sachen, damit halt das Projekt auch weiter vorangeht. Und natürlich übe ich auch sehr viel meinen Tai Chi, also schon am Tag so circa 3 Stunden. Und da schaue ich mir auch den neuen Online-Kurs von meinem Meister gerne an, damit ich auch hier die Unterstützung habe. Und sonst lese ich eigentlich viel und ja, komme auch ein bisschen zur Ruhe, muss ich auch sagen. Und ich muss auch sagen, dass ich hier auch einige Sämlinge aussehen werde, beziehungsweise pflanzen werde. Ich habe auch schon viele, viele Samen genommen von einheimischen Mangosorten, von den beiden Avocado-Sorten hier. Ein paar Bananenstecklinge habe ich auch gesammelt. Und was ich mir jetzt auch zum Spaß gemacht habe, ist hier so diese Ananas in den Topf reingesetzt. Das ist sozusagen die Stecklingsvermehrung von Ananas. Man nimmt einfach den Schopf sozusagen, schneidet den ab und steckt ihn einfach in Blumen, dann soll er zum Beispiel wurzeln. Und das ist halt so, womit ich mir auch die Zeit vertreibe. Und ich muss auch ganz klar sagen, die Arbeit ist wie bei mir halt auch körperlich ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Aber nur weil ich dünn bin, wie in den letzten Videos halt immer wieder angedeutet wird, komme ich mit der Arbeit sehr gut zurecht. Die letzten 3 Jahre nehme ich sogar an Gewicht zu. Also für die Leute, die mich halt auch persönlich kennen, die wissen, dass ich eine hervorragende Entwicklung gemacht habe. Und ich ja, weiß auch nicht, warum die Leute da so ein Problem haben. Naja, sollen sie es halt ansprechen. Ich fühle mich wohl, habe immer mehr Kraft und Energie. Und das ist halt auch ganz unabhängig vom äußeren Erscheinungsbild. Ja, der Schein trügt halt auch manchmal. Aber so ganz allgemein muss ich auch sagen, dass das Leben hier sehr harmonisch ist. Ich lerne hier viel auch von einem einheimischen Tico, der hier auch der Farmleiter sozusagen ist, der recht nett ist, super freundlich, super offen, muss ich ehrlich sagen. Und ja, bei den anderen Freiwilligen komme ich so manchmal ein bisschen komischer drüber. Ist halt nicht jeder kommt mit meiner Art und meiner Lebensweise halt auch zurecht, auch Gleichgesinnte nicht in meinem Alter. Das ist halt so ein bisschen schwierig, aber das ist sozusagen der Fluch und Segen zugleich meines Weges und ich bin halt trotzdem froh, hier in der Natur, in dieser Vielfalt zu sein, in der Harmonie und ja,
Ich genieße es einfach, sage ich mal. Ich genieße es einfach. Ich habe hier Freude, in der Natur zu arbeiten, in dieser Wärme, in dieser Artenvielfalt. Die ganzen Vögel, die Insekten. Auch hatte ich mal hier spannendes Wascherlebnis. Also ich muss halt meine Wäsche mit der Hand waschen. Und da war mal einmal an meinem Ärmel eine Tarantel. Ja, hat mich schon erschrocken. Musste ich aber dann auch ein bisschen lachen. War ziemlich lustig. Und ich fühle einfach hier diese Harmonie. Und habe auch richtig viel Spaß, für euch diese Videos hier zu machen. Und ja, wie gesagt, momentan ist ja auch diese ganze Klimadiskussion mit Greta und alles Mögliche. Und man muss halt sagen, ja, für das Aufwecken und für das Aufrütteln ist ihr Team komplett um Greta herum. Also die ganzen Menschen um Greta herum, ihr ganzes Marketing-Team und alles Mögliche. Ja, die wecken halt die Menschen auf, aber das ist für mich persönlich nicht genug. Man muss halt auch aktiv machen, aktiv in der Natur sich beteiligen, dort was aufbauen, denn nur so können wir halt auch die Mitwelt auch wunderbar unterstützen. Und das sind einfach für mich Gründe, einfach hier in dem wunderbaren Costa Rica eine Permakulturgemeinschaft aufzubauen, in den tropischen Wäldern so einen Früchtewald aufzubauen, eine Gemeinschaft im Einklang mit der Natur. Das sind für mich einfach die Gründe, die ich halt auch wirklich nachgehen möchte. Und wie gesagt, wenn jemand sagt, ich sei zu dünn, ich musste mich erstmal darauf konzentrieren, mein Leben in den Griff bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen, also die letzten 3 Jahre habe ich ja schon erwähnt, habe ich aufgebaut, mehr Kraft dazu bekommen. Meine Permakultur in Deutschland habe ich auch alles mit der Hand begonnen. Kann man auch Bilder auf meiner Webseite sehen. Und da habe ich schon ganz schön viel mit der Hand gemacht und ja, sehr viel Kraft und Energie auch damit reingesetzt. Und zumal ich auch die Leute, mit denen ich jeden Tag auch spreche, die mich auch hier so unterstützen, meine Eltern auch, die wissen ganz genau, dass ich emotional und geistig so viel in den letzten 2 bis 3 Jahren aufbereitet habe, wie andere Menschen in hohem Alter erst erkennen und da Jahrzehnte benötigen, das noch mit Hilfe von, ja, also psychologische Hilfe, und ich habe das einfach alleine innerhalb von 2 bis 3 Jahren gemacht, auch hier Strapazen bis an meine Grenzen gekommen, aber ich weiß ganz genau jetzt, wo ich hin will. Deswegen habe ich auch hier diese Crowdfunding-Kampagne auf meiner Webseite. Es gibt hier viele verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten für das Permakulturprojekt. Die sind alle in der Videobeschreibung oder unten im ersten Kommentar verlinkt. Auch die Links zur Webseite zum Beispiel. Ich weiß ganz genau, wohin mein Weg geht, wohin mein Ziel geht. Und ja, wer sich halt von äußerlichen, ja, Bild sozusagen täuschen lässt, den kann ich nicht helfen. Ich weiß, wo mein Weg hingeht. Und ja, wie gesagt, ich wäre auch hier am liebsten in Costa Rica in Permakulturfarmen in der Region, wo ich gerne was aufbauen möchte. Aber momentan ist es halt auch so ein bisschen die Frage des Budgets ein bisschen bei mir. Ja, so ein Marke. Deswegen versuche ich halt das Beste hier rauszulernen, von den Leuten hier, von dem Verkauf hier zu lernen, trotzdem Verbindungen aufzubauen. Und ich mache einfach das Beste. Ich gehe einfach meinen Weg. Und ja, das sind einfach so die kleinen Eindrücke, die ich mit euch teilen möchte. Ich mitteilen möchte so ein kleines Update. Wie gesagt, ich habe hier schon Freude, Spaß. Die Leiter hier sind sehr zufrieden mit mir. Und wie gesagt, ich genieße hier das einfach. Und in diesem Sinne würde ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr auch den Kanal kostenlos abonnieren und auch auf die Glocke drücken. Könnt ihr immer wieder auf meinen, ja, werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und so bleibt ihr immer auf dem Laufenden bei meinem Weg hier in Costa Rica, allgemein bei meinem Lebensweg und ja, so einfach im Einklang mit der Natur leben. Gerne könnt ihr auch einen Kommentar hinterlassen. Man liest immer gerne was Nettes und gerne verbreitet auch das Projekt in Social Medias. Erzählt von meinem Projekt euren Freunden, Familien, Bekannten. Ja, das Ganze drumherum natürlich. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns hier in der nächsten Episode in der wunderbaren Farm hier in Costa Rica. Vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.